Und der Urlaub war schön? Super. Paris ist ein Traum. Seit Jahren lag sie mir damit in den Ohren so, oh, lass uns mal nach Paris fahren, das ist so romantisch. Ich hol mal Kaffee, du auch einen? Gern. Ich habe schon ein paar Fotos ausgedruckt, guck mal. Hier, jetzt bin ich auf dem Eiffelturm. Sacré-Cœur. Pont-Neuf. Du hörst ja gar nicht auf zu knipsen in Paris. Aber, das ist gar nicht Paris. Was? Klar. Nee. Das hier ist der Zechenturm vom Zollverein in Essen. Das ist die Rheinbrücke bei Leverkusen. Und das, das ist nicht Sacré-Cœur, sondern, Ach, der Eiffelturm, na klar. Nicht, oh, wie schön. Was bist denn du für eine? Du kennst den Eiffelturm nicht? Naja, ich, komm halt nicht so viel rum. Das ist schade. Wir sind jetzt echt auf den Geschmack gekommen. Guck mal hier, da sind wir am Grab von Jim Morrison. Da, Frau Riese. Guten Tag, Herr Schulte. Was kann ich für Sie tun? Ja, ich möchte nächste Woche in Urlaub fahren nach Tunesien und da wollte ich schon ein bisschen was wechseln. Sehr gerne. Wie viel wollen Sie denn wechseln? Ja, alles, was ich bei mir habe. Also eine ganze Garnitur. Also wechseln wir einen deutschen Anzug, ein Hemd. Ja. Und ein paar Schuhe gegen tunesische Urlaubskleidung. Das sind beim aktuellen Kurs 3 T-Shirts, 2 Shorts, ein paar Sandalen und 9 Paar weiße Tennissocken. Möchten Sie die Socken noch mal nachzählen? Da vertraue ich Ihnen. Brauchen Sie noch Unterwäsche für Tunesien? Nein, danke. Ich habe zu Hause noch Traveler Slips. Na dann, schöne Reise. Danke. Hallo, ich möchte gerne was von meinem Kleiderkonto abgeben. Revision durch? Nein, viel besser. Warte mal eben. Das ist ganz heißes Material. Karin, Bernd und ich auf der Spaßbanane auf Lanzarote. So. Und jetzt achte mal auf Bernd. Und zack, liegt er wieder drin. Der hatte natürlich ordentlich gebechert. Du kennst ja den Bernd. Alle 10 Sekunden ist der von der Banane geflogen. Haben wir gelacht. Du, das kannst du mir gar nicht vorstellen. Oh, jetzt kommt die absolute Krönung. Achtung, Jan-Erik abends im Club beim Kai Pirinha Limbo. Sag mal, schaust du überhaupt hin? Spaßbanane, Bernd, Jan-Erik. Ich habe den Eindruck, seit du hier drin bist, interessieren dich unsere Vereinsausflüge überhaupt nicht mehr. Doch, doch schon, aber... Was verziehst du eigentlich die ganze Zeit so blöd, dein Gesicht? Du sprichst auch so komisch. Man denkt ja, man hat's mit einem Bekloppten zu tun. Rebecca, die haben mich ein paar Nächte nicht schlafen lassen. Und das mit dem Starkstromkabel. Martin? Schau mal bitte. Was machst du denn? Die Kinder wollten wissen, wie du inzwischen aussiehst. Sekunde. Euer Papa. Und weg. Was hast du gemacht? Ich habe den Kindern das Foto bei Facebook hochgeladen. Dann sehen sie es gleich. Was? Bei Facebook? Bist du bescheuert? Soll mich denn jeder so sehen? Mein Gott. Und dann heißt es immer, wir Frauen sind eitel. Rebecca, ich wollte doch nur nicht, dass... Was ist denn so witzig? Der Jan-Erik hat ein Foto auf Facebook kommentiert. Hier, schau mal. Ist das nicht der Zahnarzt aus Hangover? Der Jan-Erik, das ist aber auch eine Marke. Was versuche ich überhaupt, den Herrn Grieskram hier aufzumuntern? Kann ich mir meine Besuche hier gleich sparen? Rebecca! Wenn man Kinder hat, dann verändert es total den Blick auf manche Dinge. Mein Mann und ich wollten uns jetzt zum Beispiel ein Hotel buchen in ein Wellness-Resort auf Bali. Und dann haben wir festgestellt, dass dem Hotel überhaupt nicht eingerichtet ist auf Familien mit Kindern. Und das stand für uns sofort fest. Da fahren wir mit dem Lysander Gingo nicht hin.
Da fahren wir jetzt alleine hin und der Lissander Genko bleibt die Ferien weiter bei den Großeltern in Fulda. Aber so denke ich erst, seit ich Mutter bin. Das ist schon irre.